und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Weiter geht's im LS22-Projekt Bildet. Wir sind angekommen in der dritten Folge der aktuellen Woche. Aktuell ist Sally damit beschäftigt, auf ihrem Feld weiter anzusehen. Das dauert alles eine Weile, denn das Feld ist riesengroß. Nebenbei hat sie damit zu kämpfen, dass sie immer noch wirklich sehr sauer auf Willi ist, aufgrund der Challenge aus der ersten Folge. Ich verlinke dir übrigens wie immer hier oben in der Ecke auch die Playlist. Das heißt, falls du gar keine Ahnung hast, worum es gerade geht, schau dir gerne mal die vorherigen Videos an. Aber Willi macht sich da überhaupt nichts draus und ist ganz frech und fragt Sally mal wieder, ob er sich einfach so was ausleihen kann. Ob Sally nachgibt oder ob sie weiterhin stur bleibt, das siehst du jetzt in diesem Video. Falls du mal wieder Lust auf ein neues, entspanntes Game hast, möchte ich dir jetzt noch einmal kurz Fae-Farm vorstellen. Fae-Farm ist ein neues Farm-Sim-RPG und ab sofort für den PC und die Nintendo Switch verfügbar. Tauche ein in die magische Welt von Azoria, kümmere dich um deinen eigenen Bauernhof, gehe angeln oder ziehe niedliche Tiere auf. Mit den Charakteren im Spiel kannst du dich nicht nur anfreunden, sondern sie sogar heiraten. Und wenn es dann doch die etwas größere Herausforderung sein soll, stehen dir die Türen zu vielen Dungeons offen. Nutze Magie, um alle Rätsel zu lösen und starte jetzt dein Abenteuer allein oder mit bis zu 3 Freunden im Multiplayer. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Start! Okay, wuhu! Weiter geht's mit Folge 3. In dieser Woche Bildet. Ich hatte ja gerade Angriff von Killerhornissen und Spinnen in meinem Zimmer, deswegen hat sich die Aufnahme kurzzeitig ein wenig verzögert. Aber jetzt geht's weiter. Wir sind gerade am Ansehen unseres riesengroßen Feldes 28. Es wird uns wahrscheinlich jetzt auch noch die Folge über beschäftigen. Hat uns auch schon die ganze letzte Folge über beschäftigt. Wir hoffen aber mal, dass wir das fertig kriegen hier. Und dann in der letzten Folge es noch striegeln können. Das wäre der Optimalfall. Aber wir müssen auf jeden Fall noch einmal Dünger auffüllen. Das schaffen wir nicht mehr. Haben wir im März jetzt noch irgendwelche Produkte zu verkaufen? Nee, ne? Wir haben ja nur noch als Produkte zu verkaufen Baumwolle. Das machen wir dann nächsten Monat im April. Und Soja, was ja aber irgendwann in die Sojaproduktion geschmissen werden soll, wenn es irgendwann mal eine gibt. Ich weiß nicht, wann es der Fall ist. Und normale Wolle. Ja, gut. Das stimmt. Das machen wir mit der Baumwolle zusammen. Also das verkaufen wir dann alles auf einmal. Ich glaube aber, an Schafwolle haben wir jetzt nur die, die quasi noch an unserem Stall steht. Ne? Ich glaube, wir hatten da keine mehr eingelagert, wenn ich mich nicht täusche. Also so viel wird es nicht sein. Mit Silage? Ja, wir haben ja unseren Fermenter auch die ganze Zeit laufen. Da haben wir drin 129.000 Liter, also ist jetzt nicht die Welt. Mal gucken, also da ist jetzt eigentlich mein Plan wieder, dass ich das auch wieder laufen lasse bis Januar und im Januar dann einfach wieder auf Direktverkauf stelle und dann kommt der weg, der Bums. Ne, wenn ich jetzt schon, naja, also klar könnte ich denen jetzt sagen, dass ich im April meine Baumwolle verkaufen möchte, aber dann werden die sagen so, ja, okay, alles klar, dann bringen sie die halt im April vorbei. Das sei das Problem. Also ich könnte sie jetzt auch schon vorbeibringen, aber wenn ich das mache, dann muss ich 3% Lagergebühren zahlen. Und das ist halt eigentlich doof so, weil ich habe ja kein Problem damit, das im nächsten Monat zu kriegen. Ich habe halt nur vielleicht das Problem, dass ich eben dadurch, dass ich nicht da bin, nächste Woche es nicht abgeben kann. Aber ich denke, da kriegen wir schon eine Lösung. Also ich glaube, im Zweifelsfall könnte ich bestimmt auch erfragen, dass selbst wenn es dann in 14 Tagen
schon Mai sein sollte und ich schaffe es nicht mehr im April zu verkaufen, was ich eigentlich nicht glaube. Bestimmt mal eine Ausnahme gemacht, kann ich mir vorstellen. Ich habe sogar nochmal Wolle eingelagert. Na gut, dann haben wir sogar nochmal Wolle eingelagert, umso besser. Also da werden wir halt echt nochmal viel, viel Geld kriegen. Ich rechne mit Minimum 300.000, ehrlich gesagt. Kommt das hin? Ich glaube schon. Was wir da aus der Baumwolle, aus der Baumwolle oder allgemein aus der ganzen Wolle kriegen. Ja, das ist ein guter Call, Mux, dass wir das auf jeden Fall alles leer räumen müssen. Stimmt. Wenn der Händler 2 bis 3 Mal fährt. Ja, das wäre halt auch eine Möglichkeit, dass man das quasi vereinbart, dass sie das halt abholen sollen dann. Könnte man auch machen, ja. Da quatsche ich einfach nochmal mit der PL. Das ist ja, glaube ich, kein Akt. Da kriegen wir schon irgendeine Lösung. Also finden wir schon irgendeine Lösung. Was meinst du, Ridgeback? Was mit 400.000 Strom im Monat? Meinst du, was produziert wird oder was meinst du? Das ist jetzt aber gut aufgegangen hier mit unseren 10 Litern Düngerrest. Letzte Woche zu heute in Silage umgewandelt wurde. Aber hä, 400.000? Kann doch gar nicht sein. Wir haben doch nur 129.000 im Lager. Wie können sich da, das sind dann 40.000, meinst du, oder? Guck mal, ich glaube, unser Feld ist da. Ach nee, er drischt erst. Ach so, oh nein, wir hätten da hochfahren können. Ah! Shit. Da kommen die 1.000 wahrscheinlich durch einen Direktverkauf. Ich habe ja meine Freiluftgärten und meine Gewächshäuser auf Direktverkauf stehen alle. Das heißt, wahrscheinlich wird da einfach gerade was verkauft worden sein und deswegen ist da ein bisschen Geld on top gekommen. Entweder das oder, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das bei den Ferienhäusern jetzt ist. Die erwirtschaften ja auch Geld, ob sie, also ob die dann quasi beim Monatswechsel, ob da dann halt quasi so ein Knall kommt sozusagen und dann kommt die Summe mit einmal oder ob das auch so ein so ist, dass das fortschreitend mehr wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ey, als wenn das schon wieder nicht passt mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Schnauze da hinten. Überlege gerade, ich glaube aber bei den Windrädern und sowas ist das auch so, dass das dann mit einmal kommt, ne? Oh. Hier waren wir ja schon. Sah irgendwie gerade komisch aus. Als nächstes geerntet. Ich glaube, auch nochmal Soja auf der 18, aber das ist erst in 2 Monaten erntereif.
Und halt im Zweifelsfall Gras dazwischen. Weiß gar nicht genau, wann die Grasfelder erntereif werden, aber ich glaube, also das eine wird ja vor dem anderen erntereif. Ich glaube aber erst nächsten, also ja, ich weiß noch nicht, ob im April schon. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Am Monatswechsel verrechnet, okay. Ja, dann war es der Direktverkauf aus den Gewächshäusern und so. Ich finde allein, wenn man so Traktoren, also jetzt auch im Real Life irgendwie in so coolen Farben hat, ist es doch allein schon so ein Wiedererkennungswert. Also ich finde allein dafür lohnt sich schon, also ist es schon was Cooles einfach, wenn du halt einen Traktor hast, der halt nicht in Standardfarben ist, sondern der irgendwie ein bisschen was Außergewöhnliches hat. Ich finde es gut. Ich würde mich auch über einen pinken Traktor freuen im Real Life. Ich würde innerlich so denken, so von wegen, ha! Es gibt sie doch. Ah, rosa färben? Nee, ich glaube nicht. Ist ein bisschen zu viel des Guten. So, wir haben es bald. Ich mag halt irgendwie nicht die,
Was irgendwie alle, also so viele Traktormarken halt immer grün sind. Ich weiß, das ist halt irgendwo naheliegend bei Landwirtschaft, dass es grün ist, aber das mag ich nicht, ist mir zu langweilig. Also als wir bei Deutz waren in Lauingen, da habe ich auch gefragt, ja, ob man den Traktor auch in Pink bestellen könnte. Und da hieß es halt aus. Hat zwar bisher noch keiner gemacht, aber am Ende, wenn, also ist ja quasi das gleiche wie immer, ne? Aber wenn der Kunde dafür zahlt, dann macht man alles, ne? Wie so oft. Nee, Büchse, keine Ahnung, was mit der Sojaproduktion ist. I don't know. Gab's keine weiteren Infos. Ja, ist halt kein Schweinefutter. Kommt so ein bisschen drauf an, Julia, für welchen Zeitraum du das misst. Also ich glaube, irgendwie auf ein halbes Jahr, ich hatte das mal getestet, auf ein halbes, also auf 6 Monate gerechnet, sind die Fleischkühe besser, bringen dir mehr Geld. Aber auf eine längere Sicht lohnt sich Milch, glaube ich, mehr. Ich bin jetzt bei 90%, Sally. Hast du irgendwo einen Anhänger? Ja, ich hole dir den gleich. Stell ich dir ja, gleich ans also Feld. So viel Ertrag kommt dir nicht runter, leider, aber. Also, ist nicht so stressig. Ja, okay, nee, ich bin gleich da. Jo, super, danke. Komm nicht so viel Ertrag runter. Aber warum nicht? Eigentlich müsste das doch ganz gut sein, oder? Ich bin ja auch gerade voll erschrocken von dem Funk. Es war irgendwie gerade richtig laut. Den ja hier einmal falsch abgestellt. Oh nee, warte mal. Ich sehe nichts. Nee. Hallo. Oh Mann.
Als ob ich da oben an dem Ast festhänge. Wunderbar, wir haben es geschafft. Am Pfannrich, hallo? Hallo, hier ist der Willi. Hallo. Hi Sally, grüß dich. Wie geht's dir? Super. Du, ich habe mal eine Frage. Mhm. Darf ich mir was ausleihen von dir? Würdest du mir was ausleihen? Nö. Du weißt ja gar nicht was und sagst direkt nö. Ja, weil ich dir nichts ausleihen würde. Warum das denn? Und weil ich nie will. Aber sei doch nicht so. Ich wollte fragen, ob ich mal deinen Tiefenlockerer bekomme. Nö. Aber schade. Ja, finde ich auch. Den gern mal benutzt. Ich hab den auch wieder schön sauber gemacht. Mhm. Leihst du mir den jetzt aus Prinzip nicht aus? Ja. Und wie lange geht das jetzt noch so? Zeigt sich noch? Echt gemein, Sally. Das ist gemein? Ja. Ah, interessant. Ja. Warum bist du so gemein? Immer noch wegen dieser Challenge da? Du noch dran? Ja. Ah, okay, super. Kühl heute. Ich weiß auch nicht, ey. Ist wirklich kühl heute. Na gut, Sally, dann gehe ich wieder, oder? Mhm. Tschüss. Tschüss. Es ist ja, das ist auch unverschämt, hier jetzt zu fragen, dass ich was ausleihen kann. Na, sag mal. Ach, shit. Oh, wir haben es gleich fertig hier. Hilfe. Ja, auch nicht gedacht, dass das so lange dauert mit dem Ansehen, ehrlich gesagt. Aber jetzt haben wir es fertig.
So, fertig. Mal kurz checken, haben wir wirklich alles? Aber yes. This looks good. Feini. Okay, dann haben wir es fertig. Dann schnappen wir uns jetzt unseren Striegel und fahren mit dem einmal fix zum Händler und kaufen uns den neuen Striegel. Das gönnen wir uns dann jetzt mal an der Stelle. Brustshoppen, das hilft immer. Im Gebrauchtmarkt gibt es oft das, was andere verkauft haben. Ist sehr oft so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es immer so ist. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber es ist auf jeden Fall sehr oft so. Upsi. Wo steht denn der Strick? Oh, halt, ich habe doch abgedingst. Hallo? Warum? Geht das schon immer nur, wenn man das Gerät gedingst hat? Geht das nicht auch, wenn ich den Traktor ausgewählt habe? Ich bin irgendwie verwundert. Nee. Oh Mann, ey. Das kann doch alles nicht wahr sein hier. Schon immer so. Dann habe ich vielleicht einfach Glück gehabt, dass das bei mir immer so war. Okay, wir haben es geschafft. Ja, bei dem Striegel ist das manchmal so komisch, dass der beim Abkuppeln aber noch so ein bisschen hängen bleibt am Traktor. Und deswegen dreht er sich da manchmal noch so ein bisschen doof mit. Das ist irgendwie ganz komisch bei dem Striegel. Der Kredit ist noch offen, ja.
Ich habe noch nichts zurückgezahlt vom Kredit. Wollte ich halt eigentlich heute ganz gern machen, aber hätte ich nur gemacht, wenn wir einen Monatswechsel heute noch erlebt hätten. Weil ich möchte ganz gerne nochmal bauen die Woche. Und das bedeutet halt, dass wir dann erst in 14 Tagen ja, wieder neues Geld bekommen, weil wir dann erst im April wieder da sind. Oh, noch eine Minute. Okay, zackig. Warum sind die da jetzt alle? Okay, Keule ist gerade irgendwie noch beim Händler. Dann machen wir es einfach nächste Folge. Dann werden wir nächste Folge unseren Striegel verkaufen, uns den neuen Striegel holen und dann noch unser Feld striegeln. Ich denke, das werden wir auch in der nächsten Folge schaffen. Wir haben auf jeden Fall das Ansehen geschafft. Das war das Ziel für diese Folge. Hammer erledigt. Sehr, sehr gut. Hätte Sally Willi den tiefen Lockerer geben sollen oder war es richtig, dass sie ganz klar Nein gesagt hat? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie immer würde ich mir natürlich auch selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du mal bei meinen Konkurrenten vorbeischaust, die Kanäle sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten YouTube-Video wieder.